Junge, der einen Fluss hinuntersegelte, entdeckte einen Schatz, der für immer sein Leben veränderte. Stell dir vor, du gehst deinen Weg entlang und beim Entlanggehen des Weges fällt dir aus dem Augenwinkel etwas Merkwürdiges auf. Wenn du genauer hinsiehst, stellst du fest, dass es sich um etwas sehr Wertvolles handelt. Und genau so etwas Ähnliches ist einem Jungen aus Österreich passiert. Als ein Junge in Österreich einen Fluss hinuntersegelte, entdeckte er etwas sehr Seltsames, das im Wasser schwamm. Bei genauerer Untersuchung stellte er bald fest, dass er auf etwas gestoßen war, das weitaus kostbarer war als die typischen Flussreste. Die Donau ist der zweitlängste Fluss Europas und durchquert 10 verschiedene Länder, darunter Wien, die Hauptstadt Österreichs. Und wie ein junger Österreicher entdeckte, enthält der Fluss manchmal viel mehr als nur Wasser und Fische. Es war früher Morgen, als der Junge gemeinsam mit seinem Vater die Donau hinuntersegelte. Es war eine landschaftliche Reise, die sie schon mehrere Male unternommen hatten. Die beiden kreuzten am ruhigen Wasser entlang und winkten anderen Booten zu. Doch dann, kurz nach ihrer Reise, forderte der Junge seinen Vater dazu auf, das Boot zu stoppen, weil er etwas Seltsames im Wasser sah. Als sie das Boot näher lenkten, waren sie sich immer noch nicht sicher, was das mysteriöse Objekt war, aber sie konnten erkennen, dass es sich um kleine Zettel handelte. Unter der Aufsicht seines Vaters sprang der Junge in den Fluss, um die Zettel einzusammeln. Es schien hunderte von rechteckigen Stücken zu geben. Sobald der Junge sich endlich einen schnappte und ihn ansah, fing er an zu schreien. Rund um den Junge im Fluss war eine Fülle von schwimmendem Bargeld. Nachdem der Junge das ganze Geld eingesammelt hatte, tätigte er und sein Vater einen wichtigen Anruf. Der Vater des Jungen kontaktierte die örtlichen Behörden. Die Polizei reagierte schnell und auch sie waren über die Entdeckung des Jungen erstaunt. Es war eine Menge Geld, das im Fluss herumschwamm. Nach österreichischem Recht darf der Finder 5-10% des Gesamtbetrags behalten, wenn Geld gefunden wird und an die Behörden weitergeleitet wird, vorausgesetzt, das Geld ist nicht mit illegalen Geschäften verbunden. Und dieser Junge hat ungefähr 115.000 Euro gefunden. Die Polizei konnte das Geld nicht mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung bringen. Und nachdem das Geld in die Station gebracht wurde und vollständig getrocknet wurde, erhielten der Junge und sein Vater ihren Finderlohn. Sie erhielten 12.000 Euro. Der Junge und sein Vater hatten an diesem Morgen sehr viel Glück gehabt. Ja, was hättet ihr mit dem Geld gemacht? Hättet ihr es auch den örtlichen Behörden gemeldet oder hättet ihr es komplett für euch behalten? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare.